Betrachtet man die Ereignisse der Jahre 1665 und 1666, die abscheuliche Hinrichtung der Witwe Böndel, einer gesellschaftlichen und sichtlich populären Persönlichkeit in Lemgo, aber auch die Exekution des Leutnant-Obrists Abschlag und die äußerst unanständige Hinrichtung des Predigers Andreas Koch und die neuen Wellen an Verhaftungen zusammen mit dem reibungslosen Übergang der Herrschaft über die Hexenverfolgung von Dr. Kerkmann an den noch relativ jungen und ziemlich ruchlosen Hermann Kottmann, so drängt sich freilich der Gedanke auf, dass Gerechtigkeit und Wahrheit nur in unseren Geschichten, Erzählungen und Fantasien siegen. In der historischen Wirklichkeit sind es fast immer die Schurken, die nicht nur siegen, sondern auch stets davonkommen. Und dies galt im Barock genauso, wie es heute gilt. Nach der Hinrichtung des Predigers Koch dürfte den verbleibenden Gegnern der Hexenjägerfraktion klar geworden sein, dass niemand sicher ist. Die Hexenverfolgung war an diesem Punkt längst keine Masche zur Beseitigung von schutzlosen älteren Witwen, um so ihr Erbe beschlagnahmen und erpressen zu können. Es war längst eine Kampfmethode geworden zum Erhalt politischer Macht. Kottmann, Berner und Kuckuck entledigten sich in dieser endlosen Gewaltorgie des Jahres 1666 ihrer politischen Gegner. Der zentrale Punkt dieses Anstoßes ist tatsächlich dieses erwähnte Pasquill, eine satirische Schrift, die hier als eine ungeheuerliche Beleidigung empfunden wird. Angesichts dessen, dass die Hexenjäger ganze Monate damit verbringen, die Urheber ausfindig zu machen. Nach der Hinrichtung von Andreas Koch befanden sich nun der Geschäftsmann Rottmann in ihrer Macht sowie die Gebrüder Kleinsorge. Doch die Persekution gestaltete sich eben langsamer als erhofft, weil diese drei Männer über die Grenzen der Stadt angesehen und mit dem Gesetz vertraut waren. Dennoch schien es, dass Rottmanns Situation die prekärste war, denn einerseits hatte er eben den Ruf, vorlaut und stolz zu sein, andererseits war sein Rechtsanwalt und Verteidiger Heinrich Adolf Kleinsorge selbst im Visier der Hexenjäger, was die juristische Arbeit sichtlich erschwerte. Es stellt sich die Frage, wie tief diese Beleidigung durch die Spottschrift wirklich saß oder wie sehr hier eine übertriebene, falsche Empörung eine Rolle spielte, da das Vorhandensein des Pasquills als ein Aufhänger benutzt werden konnte, um sich ein für alle Mal aller politischen Gegner in Lemgo zu entledigen. Zumal der kritische Inhalt des Pasquills auch weit über die Grenzen der Stadt gerichtet war, an die Adresse von Kanzler Tilhen und allerlei Mächtige jenseits der Stadt. Kottmann und Konsorten wussten sich also auch einigen Rückhalt sicher, wenn sie nun ihre Verfolgung auf Bürger ausweiteten, die nicht explizit irgendeines Hexenvergehens angeklagt waren. Ein zentrales Problem bei diesen Machenschaften war die Seilschaft der Hexenjäger mit dem regionalen Kanzler Tilhen, der rechtlich die Berufungsinstanz der Lemgoer Gerichtsbarkeit darstellte. Für die Angeklagten endete dadurch die Berufung stets in einer Ablehnung. Es gab tatsächlich kein Entkommen, wie Andreas Koch nur kurz davor noch geschrieben hatte. Der Heimatforscher Karl Mayer schreibt, dass der alte Bürgermeister Kleinsorge, der Vater der beiden angeklagten Juristen, nicht begreifen konnte, weshalb Tilhen so feindselig gegenüber seiner Familie war. Angesichts dessen, dass die beiden Beamten in den schweren Jahren des Dreißigjährigen Krieges gut zusammengearbeitet haben. Doch es ist sicherlich in Betracht zu ziehen, dass Dr. Wippermann, der tief in dem politischen Lager von Kottmann, Kuckuck und Berner sitzt, sein Schwiegersohn ist. Und es war auch Wippermann, der Wochen zuvor die unmittelbare Hinrichtung von Andreas Koch beaufsichtigte. Die einzige Instanz, auf welche die Angeklagten hoffen können, ist der Landdrost von Donop. Karl Mayer schreibt dazu: Gefährlich werden konnte nur der Landdrost von Donop, der oberste Diener des Landesherren und in Wahrheit des Landesbeherrscher. Wenn's dem zu toll wurde und ein Skandal drohte, konnte er den Lemgoern sehr unangenehm werden. Und dass die unerhörten Justizmethoden der Lemgoer Hexenrichter weit und breit in der Grafschaft und weit darüber hinaus Aufregen erregten, versteht sich von selbst.
So beschlossen die Herren vom Rat, jene überaus sorgfältige und beweiskräftige Verteidigungsschrift Kleinsorges, die an den Landdrosten gerichtet war, kurzerhand zu unterschlagen. Der Lemgoa Fiscalis entschied auf Antrag des Rates, solche in großer Menge und Unordnung übergebenen vermeintlichen Verteidigungsschriften seien bloß zur Konfusion des angestellten Prozesses anzusehen und also nicht weiterzugeben. Immerhin sollten sie durchgesehen werden. Andertags begann Burschäper, einer der beiden Wächter Rottmanns, mit dem nun schon 5 Monate lang eingekerkerten und von stetiger Todesangst gepeinigten ein Gespräch. »Ich wollte wohl von diesem Turm wegkommen«, meinte er. Rottmann hob den Kopf. »Wie sollte das wohl angehen?« »Oh, man könnte die Tür aus den Riegeln werfen und auch die Mauer neben dem Schießloch aufstoßen und über den Wall entrinnen.« Der Gefangene, dem ein Fünklein Hoffnung erglomm, schwieg eine Weile, dann nahm er sich ein Herz. »Burschäper, könntet ihr mir helfen? Beim allmächtigen Gott, ich wollte euch dankbar sein.« »Was wollt ihr mir geben? Gebt ihr mir 50 Taler, so will ich euch wohl helfen«, erwiderte der Wächter so schnell, dass es dem Gefangenen, wäre er bei ruhiger Besinnung gewesen, hätte auffallen müssen. Am nächsten Tage winkte der andere Wächter, Gerd Bödecker, vom Wald zum Turm herüber. Burschäper möge ihm helfen, ihm sei ein Immen weggeflogen. Burschäper holte einen Immenkorb und auch Rottmann half bei dem Wiedereinfangen des Bienenschwarms. Dabei bemerkte Rottmann, dass der Wächter ihn scharf und sichtlich bewegt ansah, und er fragte ihn, was das bedeute. Der andere antwortete darauf: »Ach, mich jammert euer. Meine Frau hat mir heute Morgen berichtet, dass unsere Herren sich gar lustig erzeigt. Herr Andreas hätte viel von euch offenbart, dass sie euch nach Pfingsten wohl angreifen würden.« Rottmann erschrak zu Tode und zitterte und klagte so sehr, dass Burschäper ihn tröstete und hernach, da sie in den Turm zurückgingen, auf jene Rede vom Losbrechen zurückkam. Wenn Rottmann ihm mit Unterschrift und Namen zusicherte, was er gestern versprochen habe, so wollten sie das Werk gemeinsam angreifen. »Aber ich habe nicht Tinte noch Papier«, meinte der Gefangene, aber der Wächter wusste Rat. »Ein Stück Papier habe ich zur Hand. Anstelle der Tinte könntet ihr ja aus eurem Finger Blut ziehen.« So geschah's, und der Kaufmann schrieb dem Wächter mit seinem Blute eine regelrechte Obligation auf 50 Reichstaler. Am Pfingstsonntagabend vernahm Rottmann, was in der Frühe des Tages Herrn Andreas Koch geschehen sei. Als nun am Nachmittage, wie alle Tage, seine Macht kam, dem Gefangenen Speise zu bringen, befahl er ihr noch am selben Abend, ihm ein derbes Bettlaken hereinzureichen. Dies Laken zerriss der Gefangene am Abend des Pfingstsonntag in mehreren Streifen, die er zu einem Seil zusammenknüpfte. In der Nacht ging Burschäper mit seinem Gefangenen ans Werk der Befreiung. Dazu mussten die Steine der dicken Mauer neben dem Schießloch gelockert werden. Rottmann fragte besorgt, ob denn der andere Wächter, Bödecker, nichts merken würde. Burschäper beruhigte ihn. Der wisse um die Sache. Er habe ihm ein Stück Schweigegeld versprochen. Dafür schlafe er jetzt und höre nichts. Während der Wächter sich an dem Mauerwerk abmühte, schien ihn plötzlich Reue anzuwandeln. »Was tue ich?« klagte er. »Mein armes Weib, meine Kinder, meine Frau geht grob schwanger. Wie wird diese Sache für mich auslaufen?« Rottmann suchte ihn zu trösten. »Darum seid ganz ruhig. Ich verspreche euch bei Gott, dem Allwissenden. Sollte eine Tochter geboren werden, so soll meine Frau Gevatterin sein. Und da es ein Knabe ist, soll mein Sohn Franz Gevatter sein. Ihr werdet von mir und meinem Hause nicht verlassen werden. Das könnt ihr gewiss sein.« Der Wächter schien beruhigt. Er arbeitete weiter, bald waren die Steine in den Graben hinabgestoßen. Das Lakenseil wurde oben befestigt. Rottmann, einst von starkem Leibesumfang, hatte in der langen Gefangenschaft an Gewicht bedeutend verloren. So würde der kräftige Wächter umso wenig Mühe haben, ihn hinunterzulassen. Es war nicht mehr tief bis zum Wallgraben, der fast ausgetrocknet war. Rottmann kletterte in der Dunkelheit tastend auf die Mauer. Da hörte er mit Schrecken unten im Turm Männerstimmen. Es waren die Ratsdiener. Vom Wächter Bödecker benachrichtigt, standen sie längst bereit und griffen im rechten Augenblick zu. Der Ertappte wurde auf das Regenstor gebracht, wo bis vor wenigen Tagen der Prediger gesessen. Ein schurkisches Spiel war mit ihm gespielt worden und der Wächter Burschäper hatte die Rolle, die ihm von den Deputierten des Prozesses zugeteilt war, gut durchgeführt. Er wurde, damit kein Verdacht aufkomme, mit einer geringen Strafe belegt, die ihm aber, wie später bekannt wurde, hinterher doppelt zurückerstattet worden sei. Jetzt hatten die Herren von Lemgo einen herrlichen Vorwand, das Verfahren gegen den gefährlichen Ausbrecher, der brave Stadtdiener zum Verbrechen verführte, abzukürzen.
Noch versuchte man ihn durch Einschüchterung zum freiwilligen Geständnis zu bringen. Man hielt ihm das Beispiel des Predigers vor, der sich so hoch verwünscht habe und doch des Zaubereilasters schuldig gewesen. Der sei durch Gottes Hilfe, so steht's im Protokoll, es müsse freilich heißen, des Henkers, zum wahren Bekenntnis gekommen. Koch habe auch von ihm, Rottmann, vielerlei Dinge bekannt. Er möge auch seines eigenen Leibes schonen, sonst müsse ein anderes erfolgen. Als Rottmann auch durch diese brutalen Drohungen sich nicht zu einem lügenhaften Bekenntnis nie begangener Frevel nötigen ließ, beschloss der Rat auf Anraten des Dr. Wippermann, mit der Tortur gegen Rottmann im Namen Gottes zu verfahren. Also geschah es. Am Morgen nach der Folter fand man ihn tot im Gefängnis. Er hatte sich mit dem Messer erstochen. In seinem ersten Jahr als Hexendeputierter der Stadt Lemgo organisiert Hermann Kottmann die Hinrichtung von 37 Opfern. Mit Rottmanns Tod war eine weitere Stimme der Opposition verstummt. Nach der Witwe Böndl, dem Obristleutnant Abschlag und dem Händler Rottmann hatten die Hexenjäger erfolgreich jene Bürger beseitigt, die im Stadtleben eine gewisse kulturelle Freiheit und Prosperität repräsentierten. Das war problematisch in einer Stadt, die ohnehin ein wenig zu düster war und sichtlich verdunkelt durch die Traumata des Dreißigjährigen Krieges. Und es wäre sichtlich eine Vereinfachung, die Ursachen darin zu suchen, dass viele Jahre zuvor Dr. Kerkmann der Witwe Böndl Geld schuldete und sich wenig bereit zeigte, diese Schulden zu bezahlen, woraufhin die Witwe endgültig dazu überging, Kerkmann nicht mehr zu ihren populären Abendveranstaltungen in ihrem Haus einzuladen. Die Zusammenhänge und kulturelle Mechanismen hier sind viel komplexer. Und doch ist diese alte Geschichte fast wie ein Brandbeschleuniger, der all die mörderischen Ereignisse auslöst. Ein verbitterter alter Greis, der alle töten möchte, die ihn mal schief angesehen haben. Kottmanns Motivation mag eine andere gewesen sein, doch nicht minder düster und faszinierend. Wir dürfen nicht vergessen, dass Dr. Kerkmann tatsächlich über dem Hexenprozess von Kottmanns Mutter saß. Seine Mutter wurde schließlich am 20. Juni 1654 hingerichtet. Das waren nur 12 Jahre vor unseren aktuellen Ereignissen hier. Kottmann war damals noch ein Student. Dazu einige Zeilen von Nicolas Rüge aus seiner Monographie über Hermann Kottmann. Erst nach 6-jähriger Pause im November 1657 nahm Hermann Kottmann seine Studien wieder auf, diesmal an der Universität Jena, wohin er seinen Zögling aus dem pommerschen Adelshaus begleitet haben soll. Zudem mag ihn der Tod seines Vaters im selben Jahr gedrängt haben, seine Ausbildung endlich zu Ende zu führen. In den 4 Semestern, die er in Jena verbrachte, freundete er sich mit seinem Kommilitonen Erich de Beer aus Dissen an. Dieser berichtete später, Hermann habe damals unter Geldmangel und Vereinsamung gelitten, vor allem sei er mutlos gewesen, weil ihm der schlechte Nachklang wegen seiner Mutter folgte. Dadurch sei er in solchen Schimpf geraten, dass fast keiner zu ihm nahen wollte. Doch habe er in der höchsten Betrübnis viel Trost und Beistand von Erich und seinem Vater, dem osnabrückschen Vogt Wilhelm de Beer, erhalten. Wohl auch durch diese Hilfe konnte Hermann dem langen Studium noch eine standesgemäße Tour in die reichen Niederlande folgen lassen. Erst 1661 kehrte er nach Lemgo zurück, wo er sich der traurigen Hinterlassenschaft seiner Eltern anzunehmen hatte. Die Zwangsversteigerung des verwahrlosten Hauses konnte er nur mühsam verhindern. Da zeichnet sich nicht unbedingt eine Reue über die Sache an sich ab, sondern mehr eine Verbitterung darüber, welche rufschädigenden Schatten die Hinrichtung seiner Mutter auf seine gesellschaftliche Rolle und Karriere werfen könnten. Die schwierigste Frage für mich an dieser Stelle, und das ist eine Art von Fragestellung, die mich bei vielen historischen Ereignissen begleitet, lautet: Inwiefern Kottmann von der Annahme beseelt war, seine Mutter könnte eine Hexe gewesen sein, oder ob dies einfach nur das mechanistische Kalkül eines Mannes ist, der gebildet genug war, um zu wissen, dass die Hexenverfolgung nur erfundener Nonsens ist, um gewisse Schwächen der Rechtsprechung kombiniert mit volkstümlichem Aberglauben für eigene politischen Ziele einzusetzen. War seine Motivation eher eine solche, dass er akzeptierte, dass die Mechanik des Hexereivorwurfs sich als ein
gültiges Mittel eines karrieristischen Aufstiegs in Lemgo etabliert hatte und dass Gottmann dachte, bevor ich in die Schusslinie solcher Ideen und Vorwürfe gerate, werde ich die Initiative ergreifen und selbst zum Entscheider werden. Ich werde den Ton in Lemgo angeben und ich werde es so vehement tun, dass niemand die Gelegenheit bekommt, den schändlichen Tod meiner Mutter als politische Waffe gegen mich zu verwenden. Er wird verstanden haben, dass zu jenem Zeitpunkt niemand Machtambitionen in Lemgo haben konnte, ohne eine führende Rolle bei dem Hexenthema einzunehmen. Sonst hätte man sich automatisch, ob gewollt oder nicht, in die Opposition gestellt. Das mag vielleicht ein wenig die schwierigen Vorgänge erklären, bei denen Kottmann zum Protégé eines Mannes werden konnte, der einst seine eigene Mutter als Hexe verurteilt und hingerichtet hatte. Und hier ist ein Mann, der nun sogar seinen verstorbenen Lehrer in Grausamkeit übertrumpfen möchte. Da ist vielleicht auch ein gewisser Ehrgeiz vorhanden, es allen zu zeigen, trotz der ungünstigen Hindernisse, die das Schicksal Kottmann in den Weg gestellt hatte. Dennoch versagt das moderne Gehirn ein wenig darin, dieses Psychogramm zu entschlüsseln. Es ist keine leicht verständliche Angelegenheit. Es wäre freilich leichter, Hermann Kottmann einfach nur als einen Psychopathen zu deklarieren, doch das ist häufig eine ungenügsame Abkürzung, wenn wir historische Persönlichkeiten betrachten. Dietrich Adolf Kleinsorge war nun der prominenteste Anwalt in der Stadt, doch er saß, wie sein jüngerer Bruder, der 26-jährige Heinrich Balthasar, im Untersuchungsgefängnis. Die beiden zu foltern traute man sich allerdings nicht. Selbiges galt auch für Gerd Göring, der allerdings standesgemäß eine deutlich schäbigere Einzelhaft abgekriegt hatte. Den Kleinsorges erlaubte man zumindest, sich von zu Hause einige Annehmlichkeiten bringen zu lassen. Gerd Göring war ein Hausdiener der Kleinsorges, aber auch ein Zögling der Familie, den die Kleinsorges bereits auf eine Lateinschule geschickt hatten. Ihm warf man nun vor, er sei derjenige gewesen, der das kritische Pasquill in Brake am Eingangstor abgelegt hatte. Und obwohl Kottmann und Konsorten in ihm keine politische Bedrohung sahen, hatte er doch das Potenzial, viele Informationen auszuplaudern und seine Herren bis ins Verderben anzuschwärzen. Die Hexenjäger suchten also durchaus nach einem gangbaren Weg, ihn so bald wie möglich mit den heißen Zangen anzufassen. Karl Mayer schreibt dazu: Zu ihm, der im Bollwerk saß, begaben sich Kottmann und Dr. Wippermann nebst mehreren Herren vom Rat. Wahrscheinlich wollte man den Jungen schon durch den feierlichen Aufzug einschüchtern. Kottmann machte ihm zunächst klar, warum man ihn gefangen gesetzt habe, nämlich weil er das Pasquill, das die Kleinsorgen in ihrer Studierstube gemacht hätten, weggetragen und auf dem Schlagbaum gelegt habe. Gerd erwiderte, er habe das Pasquill weder weggetragen noch überhaupt die geringste Kenntnis davon. Kottmann belehrte ihn darauf, die Kleinsorgen hätten es gemacht und er solle das nur zugeben. Falls er ihm hierein willfahren würde, so wollte er, Kottmann, ihn bei dem Kanzler dargestalt empfehlen, dass er zunächst zu dessen Handlanger, hernach zum Kanzlisten werden und sofort zu höheren Dingen gelangen sollte. Der Junge errötete vor Scham und Zorn. Seine Antwort, die wir aus einem Briefe von ihm selber kennen, war: Wenn er denn solle Ja sagen und die Kleinsorgen dennoch in der Tat unschuldig wären, so täte er ja bei den Kleinsorgen, wie Judas bei seinem Meister Christo getan hätte. Darauf antwortete Kottmann, er, Göring, solle und müsse doch Ja sagen. Sie hätten einen Mann, der hieße Meister David, der soll ihn solches wohl lehren. Dem jungen Menschen mag bei diesen Worten das Herz gezittert haben. Zum falschen Zeugnis hat ihn die niederträchtige Drohung nicht verleiten können. Und ihn ohne weiteres auf die Folter zu spannen, wagten die Deputierten dann doch nicht. Auch erwies sich das Ansehen des alten Kleinsorge beim Grafen Hermann Adolf als so stark, dass seiner Bitte um Freilassung der verhafteten Söhne entsprochen wurde. Sie kamen los, durften aber das väterliche Haus nicht verlassen und mussten sich der gräflichen Kanzlei in Detmold auf Anfordern persönlich stellen. Nachdem sie 17 Wochen teils im Rathaus, teils im Hausarrest zugebracht hatten, wandten sie sich an den Landesherren mit der dringenden Bitte um Aufhebung des Hausarrestes. »Was können euer Gnaden für Nutzen und Vorteil davon haben«, schrieben sie, »dass wir,
dero gehorsame Knechte als Arrestierte in Lemgo auf der Bärenhaut liegen müssen und unsere Geschäfte halber nicht einen Fuß aus der Stadt setzen dürfen. Etwa darum, dass wir auf Erfordern sogleich nach Detmold kommen können? Wollte Gott uns widerführen, nur das Glück, von euer Gnaden gefordert zu werden? Wir wollen wahrlich nicht ausbleiben, sondern dermaßen untertänig Bericht tun, dass euer Gnaden mit Händen greifen würden, was für großen Tort und Unrecht wir auf Getrieb unserer grausamen Feinde leiden müssen. Der damals erkrankte Landesherr bekam dies Schreiben wohl nie zu Gesicht. 3 Wochen danach, am 10. Oktober, starb er. Am anderen Tage kam die Antwort vom Kanzler Tilhen unterschrieben, also natürlich ablehnend. Erst nach Monaten erlangten sie die Aufhebung des Hausarrestes. Es war nicht zu erwarten, dass Kottmann, Kuckuck, Wippermann und Berner locker lassen würden. Gerade Berner und Kuckuck konnten Kottmann viel darüber beibringen, wie sehr der alte Dr. Kerkmann stets bekam, was er wollte, ungeachtet einzelner Rückschläge entlang des Weges. Manchmal schien es, dass 10 Jahre vergangen waren, bis er seine Rache bekam. Seine Feinde waren nie wirklich sicher vor ihm. Und da ihre direkte Methode gegen die Kleinsorges versagte, nicht zuletzt dank eines wirklich tapferen Dieners, taten die Hexendeputierten das, was sie am besten konnten. Sie begaben sich wieder in die Straßen und fingen mit einer neuen Verhaftungswelle an, mit dem Ziel, neues Verhörmaterial und neue Akten gegen die Kleinsorges zu sammeln, Beklaffungen und Geständnisse. Sie würden so lange nicht ruhen, bis jeder, der im Verdacht stand, mit dem Pasquill in Verbindung zu stehen, hingerichtet wurde. Und für die Hexenjäger war das eine Win-Win-Situation, denn einerseits wäre damit die Beleidigung vergolten, doch zugleich die größte politische Opposition in der Stadt für immer ausgelöscht und ermordet. Zweifelsohne wollte Hermann Kottmann der mächtigste Mann von Lemgo werden, und dieses Ziel rückte zügig immer näher. Sicher war es in seiner Reichweite, einen Status quo zu erreichen, bei dem es niemand mehr wagen würde, ihn daran zu erinnern, dass seine Mutter einst ihren Nacken für Meister Klaus entblößen musste. Und Kottmann war damals 36 Jahre alt, untypisch jung für solche Ämter und solche Ambitionen, die in Lemgo seit Generationen eher von knochigen, greisen Männern bestritten wurden. Auf der anderen Seite gab es durchaus Ratsherren, die in seinem Alter waren. Das war vielleicht eine Konsequenz des personellen Ausblutens während des Krieges. Aber Kottmann war eben kein Ratsherr, sondern ein ziemlicher Quereinsteiger, der sich in kürzester Zeit im Schatten von Dr. Kerkmann durch die Ränge nach oben gekämpft hatte. Ein weiteres Problem bestand allerdings darin, dass all diese Taten und Ereignisse die Atmosphäre der Stadt sichtlich verschlechterten. Während unter der Woche eifrig gefoltert wurde, verging kaum ein Wochenende, wo nicht das Gerüst und das Zubehör vor dem Ostertor, ich glaube, heute steht dort das Amtsgericht, aufgebaut wurde, um jemanden öffentlich zu enthaupten. Der Ruf der Stadt mochte in der Grafschaft Lippe schon lange beschädigt sein, nun überlegte man sich's gleich zweimal, die Stadt überhaupt aufzusuchen, sei es als Händler oder als Durchreisender. Ich will damit nicht sagen, dass die Leute nun einen weiten Bogen um Lemgo machten, doch da war ein schlechter Geschmack im Mund, wenn die Leute durch Lemgo reisten, und das trug nicht zu einer prosperierenden Stadt bei. Die Abwanderung war vorhanden, die Zuwanderung fand kaum statt. Dabei waren die Nachkriegsjahre nicht unbedingt nur dem Pessimismus verschrieben. Nicolas Rüge beschreibt in seiner kurzen Monographie über Hermann Kottmann, dass gerade die 60er Jahre als eine Zeit der Hoffnung und des wirtschaftlichen Aufstiegs gedeutet wurden. Zwar war die Stadt stark verschuldet, doch in 1660 erreichten die städtischen einen Aufschub der Rückzahlungen, was wiederum den lokalen Händlern und Warenherstellern etwas Luft zum Atmen zurückgab. Und 3 Jahre später, in 1663, wurde die Legge wieder eingerichtet, eine Genossenschaft aus Leinenhändlern, die durchaus recht prosperierte. Es gab auch wieder neue Familien, die in die Stadt zogen, um dort gewerblich tätig zu sein. Ein Zuzug, den die Darben der Stadt dringend brauchte. Und es gab noch ein anderes Ereignis, das einen frischen Wind des Optimismus nach sich zog. Der Landesgraf Hermann Adolf zu Lippe Detmold starb am 10. Oktober 1666 im Alter von 50 Jahren. Er war eine sehr
Unrühmliche Gestalt bezüglich der Lemgoer Hexenprozesse. Die Hexendeputierten verdienten sich eine goldene Nase an der Gnadenumwandlung der Todesstrafe vom Scheiterhaufen zu dem sichtlich milderen Abschlagen des Kopfes mit dem Schwert. Hermann Adolf war an diesen Einnahmen stark beteiligt, was häufig seine Haltung zum Prozessverlauf zu beeinflussen schien. Und es sollte nicht vergessen werden, dass Dr. Kerkmanns Wiederwahl in 1663 seinerzeit auf sehr schwachen Füßen stand und dass die Ratsmitglieder und Bürgervertreter erbittert gegen den Hexenjäger gekämpft haben. Und diese dunkle Ära, die so sehr an Kerkmanns Person geknüpft war, unbedingt beenden wollten. Und es war Hermann Adolf, der damals die Wiederwahl gegen den Willen der Städtischen durchgesetzt hatte. Viele Juristen legten damals ihre Ämter nieder, letztendlich aus Protest. Doch in diesem Chaos und Vakuum war es gerade Hermann Kottmann und andere in seinem Alter, die sich plötzlich in der Gunst von Kerkmann einen Namen machen konnten. Des Landesgrafen ältester Sohn Simon Heinrich setzte sich im Alter von nur 17 Jahren auf den Thron zu Detmold und viele verbanden damit die Hoffnung nach Reformen und einem ersehnten frischen Wind der Prosperität. Zumal nur 2 Monate davor der junge Graf die Dame Amalia von Donau-Vianen, Erbburggräfin zu Utrecht, geheiratet hatte. Amalia war einige Jahre älter als Simon Heinrich und sichtlich nicht daran interessiert, im grauen, dumpfen Mief zu leben. So wusste man, dass mit ihrer Ankunft in Detmold sich Dinge ändern würden, mehr hin zu einer höfischen Lebensweise. Diese Veränderungen allein sind kein Grund zu übertriebenem Optimismus, doch werden in Lemgo viele Leute eine gewisse Hoffnung auf das junge Ehepaar projiziert haben, so wie die ganze Welt einst ihre Emotionen und ihre Hoffnung auf Barack und Michelle Obama projiziert haben, natürlich nur, um dann kollektiv enttäuscht zu werden. Der bekannte weltreisende Engelbert Kämpfer, vielleicht einer der berühmtesten Söhne der Stadt, wanderte gerade deshalb aus. Doch Engelbert Kämpfers Stiefmutter hatte 2 Schwestern, von denen eine den später ermordeten Prediger Andreas Koch geheiratet hatte und die andere den bereits erwähnten Kantor Grabbe. Engelbert Kämpfer wuchs also tief im Lager der Opposition zu Kerkmann, Berner und Kuckuck auf. Sein Vater Johann Kämpfer war allerdings der Primarius der Nikolaikirche und hatte sich in der Affäre um Prediger Koch nicht gerade mit christlichem Ruhm bekleckert. Der junge Engelbert hatte natürlich nie geglaubt, sein Onkel Andreas stünde mit Hexen im Bunde. Und als dann auch der zweite Onkel in 1667 enthauptet wurde, packte Engelbert Kämpfer seine Sachen. Die Hexenprozesse bekamen zunehmend einen gewissen prozeduralen Schliff. Es mutete alles sehr mechanisch an. Die Antworten, die Geständnisse, das Scharfrichterschwert. Leute, die den Hexenjägern in die Hände fielen, neigten zunehmend dazu, sich zu fügen und es verkürzt als eine Todesstrafe anzunehmen. Man sparte sich lieber Wochen voller Schmerz und Hunger in einem Kerker mit offenen Wunden in der Haut und gebrochenen Gelenken. Es konnte sich ohnehin niemand an auch nur einen Fall erinnern, bei dem ein Freispruch erwirkt wurde. In einer der vergangenen Episoden bin ich mehr auf die Regierungsstruktur des Stadtrats eingegangen, die durchaus sehr komplex war. So gab es durchaus Gegenstimmen, die sich gegen Kottmann und seine Gang auflehnten. Karl Mayer schreibt darüber: Wenn wir die Urkunden jener grauenvollen Hexenzeit durchsehen, so müssen wir an allem Guten und Gesunden der deutschen Volksseele schier verzweifeln, fände sich nirgends ein Widerspruch gegen das Ungeheuerliche, was da, schließlich doch unter der Verantwortung eines aus 24 Männern bestehenden Rates, verübt wurde. In der Tat fehlte es nicht an Widerspruch. Einige Ratsherren, besonders Grote, Rullmann und Dierking, beschwerten sich darüber, dass der Siegelherr Kuckuck und Kottmann den ganzen Hexenprozess an sich rissen. Der Prozess gehöre vor dem gesamten Rat. Bei der Folter seien immer nur ganz wenige von den Herren zugegen und Kottmann und Kuckuck bearbeiteten die Eingekerkerten stets allein, ehe die Beisitzer Grote und Rullmann zugezogen würden. Niemand erfahre, auf welche Art die Leute gefragt würden. Wenn jemand in den Prozess gezogen werden sollte, so habe darüber nicht bloß, wie es jetzt geschehe, Kottmann und Kuckuck zu bestimmen, sondern der gesamte Rat. Ohnehin sei die Stadt wegen ihrer Hexenverfolgung bereits in der ganzen Welt übel beschrien. Laut rief der Kämmerer und Bäckermeister Dierking: Wir haben mitzureden, wir sind Menschen und keine Kunstköpfe.
Das gab böses Blut bei den Torturherren. Der alte Kuckuck hatte sich schon in den Tagen von Dr. Kerkmann stets als etwas großmäulig erwiesen, als er bei einer Ratssitzung verkündete, bald würde eine neue Verhaftungswelle losgehen, protestierten die Ratsherren Rollmann und Grote aufs Äußerste und argumentierten, dass all diese Denunziationen doch zu nichts führen, denn die Leute auf der Straße benutzen das nicht selten, um selbst jene Leute anzugreifen, die sie hassen. All das führe nur dazu, dass Lemgo in der Region noch mehr gehasst und beschimpft werde. Hilmar Kuckuck sagte darauf etwas geradezu Erstaunliches. Ich zitiere: Wir müssen noch 14 Personen weghaben, ehe wir aufhören. Sonst kriegen wir noch selbst einen Prozess auf den Hals. Im Nachhinein kann man nur schwer beurteilen, ob das lediglich eine halbernste Bemerkung eines Mannes war, der an so vielen Monstrositäten und Abscheulichkeiten unmittelbar beteiligt war, dass es in seinem Herzen kaum noch einen Hauch von Menschlichkeit gab. Oder ob dies eine ernsthafte Aussage war mit einem waschechten Informationsgehalt. Es deutet zumindest an, dass Kottmann und Konsorten tatsächlich eine konkrete Tötungsliste mit Namen besaßen, deren sie sich systematisch entledigen wollten, um fortan unkritisiert und unerwidert in der Stadt walten zu können. Der Satz selbst verrät natürlich eine gehörige Portion an Selbstwahrnehmung und des klaren Bewusstseins bezüglich der vorgefallenen Ereignisse. Nicht unbedingt ein Unrechtsbewusstsein, doch zumindest ein klarer Blick dafür, dass die überlebenden Gegner noch immer genug Material gegen die Hexendeputierten zusammenbringen könnten, um Kuckuck, Berner oder Wippermann selbst vor Gericht zu bringen. In jenen Zeiten hätten diese Oppositionellen dafür zumindest das Patronat oder die Unterstützung eines hochrangigen auswärtigen Beamten oder Edelmannes gebraucht. Diese Unterstützung besaßen sie zwar nicht, aber Kuckuck verstand hinreichend, dass das ein Sachverhalt war, der sich auch irgendwann ändern konnte. So erschien es als die bessere Strategie, zügig durch Hexenprozesse all diese politischen Gegner zu töten. Waren sie erstmal tot, würde sich niemand die Mühe machen, alte Akten abzustauben. Doch so wie ich vorhin Engelbert Kämpfer erwähnte, ist es auch wichtig, den Zeitgeist zu verstehen. Wir befinden uns auf dem Höhepunkt des Barocks und zugleich auch auf einer undeutlichen historischen Kante. Das mochte im Alltag nicht unbedingt eine Rolle spielen, doch es war da, in der Luft. Von einer Generation auf die andere änderte sich zunehmend die Wahrnehmung der Welt. Die Grafschaft Lippe mochte da als etwas hinterwäldlerisch rüberkommen. Ob nun Amsterdam, Hamburg oder Köln, all diese Metropolen galten hier doch recht fern und mit ihnen der frische Geist des Fortschritts. Und doch waren gerade dies hier jene Jahre des Umbruchs. Neuartige Philosophen und Naturwissenschaftler traten in den Vordergrund. Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz und allem voran René Descartes. Nur 20 Jahre später würde Isaac Newton seine Philosophia Naturalis Principia Mathematica vorlegen und Thomas Hobbes und John Locke philosophierten über den Gesellschaftsvertrag. Es schien keinen Gesellschaftsvertrag in Lemgo zu geben, nur die Angst, ins Visier der Hexenjäger zu geraten. Deren künstlich fortgesetzte Doktrin mutete aber gänzlich altmodisch an. Zwei Generationen vorher mochten die Hexendeputierten einen starken Rückhalt in der Bevölkerung haben. Weil die meisten Leute in Lemgo die Märchen über satanische Hexen, die pornografische Tänze im Wald veranstalten, geglaubt haben. Doch 30, 40 Jahre später fiel es Leuten auf, dass noch nie wirklich jemand ein solches Ereignis mit eigenen Augen gesehen hatte und dies nur von jenen behauptet wurde, die vorher darauf gefoltert wurden. Bereits 1631 hatte der berühmte Priester Friedrich von Spee seine Kampfschrift gegen die Hexenprozesse publiziert. Und die Ausbreitung dieses Schriftstücks wurde sichtlich durch den Dreißigjährigen Krieg verlangsamt. Und es gibt einen starken Zusammenhang zwischen dem Horror des Dreißigjährigen Krieges und dem gesellschaftlichen Abstieg der Stadt Lemgo, von der man 100 Jahre zuvor angenommen hatte, sie würde zu einem der großen Glanzlichter der norddeutschen Ländereien aufsteigen. Eine lutherische Metropole voller Prosperität und Wohlstand mit einer pulsierenden Kultur und einem Schnittpunkt der Handelsrouten. Nun brachten die Händler kurz angebunden ihre Waren in die Stadt und ließen ihre Ehefrauen lieber zu Hause
um auf Nummer sicher zu gehen. Die Hexendeputierten müssen aber diesen Zeitgeist durchaus verstanden haben. Sie wussten, dass die Welt da draußen sich ändert. Sie wussten, dass diese mörderischen Tricks, mit denen sie ihre Positionen in der Führung der Stadt zementierten, nicht für immer anwendbar sein würden. Und die Kritik brach nicht ab. Herzogin Sophie von Braunschweig und spätere Kurfürstin von Hannover beklagte sich über die Zustände in Lemgo und in Minden. Karl Mayer vergleicht auch jene Jahre mit anderen norddeutschen Ortschaften und stellt fest, dass die Grafschaft Lippe einen besonders dunklen Fleck darstellte auf einer Landkarte, die ansonsten deutlich aufgeklärtere Städte besaß. In dem katholischen Bistum Münster, das seit den Ereignissen mit den apokalyptischen Anabaptisten 100 Jahre zuvor einen deutlich strengeren Blick auf die Protestanten hatte, wurden die Hexenprozesse in 1648 illegal gemacht, zeitgleich mit dem Friedensvertrag des Langen Krieges. In Osnabrück hatte man sich bereits 10 Jahre zuvor von allen Hexendeputierten verabschiedet. Häufig unter der Befehlsgewalt der etwas moderner empfindenden Schweden unter Königin Christiane. Und in Hannover würde eine Sophie von Braunschweig nichts von solchem Treiben dulden. Doch zurück zu den unmittelbaren Ereignissen. Die Opposition der Hexenmeister bestand noch immer aus einflussreichen Namen. Die Kleinsorgefamilie, die Ratsherren Grote, Rullmann und Dierking im Stadtrat und der besagte Kantor Grabbe, der im Verdacht stand, mit dem Pasquill zu tun zu haben, sich aber als letzter auf freiem Fuß befand. Die lästigen drei Elemente für die Kottmann-Fraktion waren die drei verbleibenden Stadträte, die sich zuvor als gewillt erwiesen hatten, den Hexendeputierten die Stirn zu bieten. Sie besaßen den meisten Spielraum, ihm dazwischen zu funken. Die Ratsherren Grote und Rullmann schien man im selben Jahr noch erfolgreich aus dem Amt rausgeekelt zu haben. Die Sache mit dem Kämmerer und Bäckermeister Kurt Dierking, der ein wenig den Ruf hatte, keck und selbstbewusst aufzutreten, hatte man sich die Sache doch etwas mehr überlegt. In der Zwischenzeit ließ Kottmann den Lederhändler Averbeck verhaften und foltern. Zwischen Averbeck und Dierking herrschte ohnehin böses Blut. Averbecks Sohn machte Dierkings Tochter Hof mit der Absicht, sie zu ehelichen. Doch ihr Vater und Ratsherr Dierking ging da streng dazwischen. So sollen auch Ohrfeigen gegenüber dem jungen Verehrer gefolgt sein, etwas, das seine Mutter aufs Ärgste kränkte. Als dann Averbeck verhaftet wurde, gab sich die Ehefrau nicht der Illusion hin, dass diese Situation ein gutes Ende nehmen würde. Wie gesagt, an dieser Stelle hatten die Lemgoer sich von der Idee weitgehend verabschiedet, es gebe einen Ausweg aus dem Hexenprozess. Und so instruierte sie ihren todgeweihten Mann, doch wenigstens dem unverschämten Dierking eins auszuwischen, dafür, dass er ihren Sohn schlug. So wurde Kurt Dierking als Hexenmeister beklafft. Hermann Kottmann dürfte da heimlich der Mundwinkel gezuckt haben. So folterte Kottmann daraufhin eine gewisse Riddersche, um weitere Zeugenaussagen gegen Dierking zu sammeln. Nachdem er die Frau entsprechend vorbereitet und auf ihre Aussagen hin gedrillt hatte, forderte er Dierking auf, sich ins Gefängnis einzufinden, um sich mit der Riddersche zu konfrontieren. Dierking roch sofort die Lunte und dass er vermutlich nie wieder aus dem Kerker rauskäme, außer auf dem letzten Weg zum Schafott. So erbat er sich von Kottmann die schriftliche Bestätigung, dass diese Begegnung ohne die Anwesenheit von Hexenjägern und Knechten stattfindet. Nur 4 Prediger sollen dabei sein. Das hatte dann für Kottmann keine Bewandtnis und keinen Wert, denn er hatte in der Tat nicht vor, Dierking nach der Gegenüberstellung wieder nach Hause gehen zu lassen. So winkte der Hexendeputierte nur genervt ab. Ein bald erfolgender Zwischenfall zeigt die korrupte Autorität, die Kottmann so zügig gefestigt hatte. Die Lemgoer mussten natürlich ein gewisses prozedurales Dekorum wahren. Sie konnten nicht einfach so Menschen töten. So musste bei Hinrichtungen als allerletzte Instanz vor dem himmlischen Gericht ein gräflicher Richter zugegen sein oder zumindest ein unparteiischer amtierender Ratsherr. Als die besagte Riddersche unmittelbar vor der Hinrichtung alles widerrief, wurde der anwesende gräfliche Beamte wankelmütig und machte Anstalten, das Verfahren zu stoppen. Doch Kottmann deutete dem Meister David Klaus stumm ein unauffälliges Handzeichen, so dass das Schwert sogleich niedersauste. Ein Skandal war das nicht, es war mehr so ein Ups, Entschuldigung, schon passiert.
Kurt Dierking saß allerdings nicht auf den Händen, gewahr dessen, dass er nun wusste, seine Verhaftung steht unmittelbar bevor, in Stunden oder Tagen. So packte er seine Sachen und floh aus der Stadt, während er von unterwegs sogleich den Nachzug seiner Familie organisierte. Er floh wohl nach Detmold und suchte Zuflucht bei dem zuvor erwähnten jungen Landgrafen und beschwerte sich dort ausgiebig über die Hexenrichter. Er bat auch um ein freies Geleit, das ihm eine Immunität vor dem Lemgor-Hexendeputierten sichern würde, damit er seine Aussagen vor einem Gericht wiederholen konnte. Der Graf verweigerte ihm diesen Wunsch. Diese ganze Dynastie von Lippe war zu weiten Teilen vollkommen nutzlos, zumindest was die Männer betraf. Dierking war allerdings durch diese Ablehnung erst recht in Fahrt gekommen und floh weiter nach Speyer, wo er vor dem Reichskammergericht klagte. Das war nun zum ersten Mal, dass Beamte einer Reichsinstitution so detailliert Auskunft über die Verhältnisse in Lemgo erhielten. Bis dahin drangen die Informationen selten über die Grenzen von Lippe hinweg, außer in Form von Anekdoten und Gerüchten weitergetragen von Händlern. Der Kanzler Tilhen und der Landgraf hatten stets dafür gesorgt, dass Beschwerden nicht unnötig das Ansehen der Region beschmutzten. Ich gehe zwar davon aus, dass der schlechte Ruf von Lemgo längst bis nach Speyer vorgedrungen war, doch eben nur als ein Garn darüber, dass es da im Norden verdächtig viele Hexen gäbe. Doch nun folgte zum ersten Mal eine regelrechte Empörung. Das Ganze war ein kleiner Skandal. Die Idee, dass die gesetzlichen Leitlinien der Hexenprozesse für politische Tricks missbraucht und unmittelbare Verfahrensvorschriften ausgehöhlt und umgangen wurden, erzeugte eine große Unruhe unter den Juristen, doch erzeugte auch Misstrauen gegenüber Dierking, da nun ein riesiger Vorwurf ausschließlich auf seinen Schultern ruhte. Doch der ehemalige Ratsherr von Lemgo war diesbezüglich nicht auf den Kopf gefallen. Er engagierte vorher einen der prominentesten Rechtsanwälte der Stadt, den Advokat Ulrich Daniel Kühorn, der ihn fortan vertrat. Die Beschwerde attackierte auch die Herrschaften jenseits von Lemgo, insbesondere Kanzler Tilhen, der über den Hexenjagden seine schützende Hand hielt. Das Ganze schlug gerade deshalb große Wellen, weil Advokat Kühorn in seiner Klageschrift deutlich machte, dass er bis vor die höchste Instanz des Heiligen Römischen Reiches gehen würde, auf das die Inquisition sich mit Lippe und seiner Obrigkeit beschäftige. Das war zwar etwas hyperbolisch, aber nicht ganz undenkbar. Und der Kaiser war schließlich Katholik und die Protestanten standen noch immer auf dem Prüfstand. Das Reichskammergericht in Speyer nahm diese Vorwürfe nicht nur zur Kenntnis, sondern, für manche wohl wider Erwarten, auch ernst. Was folgte, war eine strenge Aufforderung an Detmold und Lemgo, Rechenschaft über die Vorwürfe abzulegen. Auf den ersten Blick erscheint das nicht wie allzu viel und es ist wahr, dass fortan eine juristische Prozedur folgte, die fast 10 Jahre dauerte und nicht wirklich konkrete Resultate zutage führte. Doch muss auch klar sein, dass der Ärger auf der Seite der Lemgoer Hexendeputierten immens war. Kottmann, Kuckuck und Berner müssen vor Wut nur so geschäumt haben, angesichts dessen, dass die Verfahrenskosten sich unentwegt stapelten und für die Beamten ein ständiger Wust aus Unterlagenarbeit bestand, den sie nicht ignorieren konnten. In den vorangegangenen Jahrzehnten waren die Hexenjäger etwas verwöhnt, da sie ohne viel Rechenschaftspflicht schalteten und walteten. Sich nun jahrelang rechtfertigen zu müssen, stieß ihnen verdammt auf. Zumindest zeigen diese Ereignisse, dass es Hoffnung gab, die Albträume von Lemgo könnten endlich mal überwunden werden. Nach der erfolgreichen Flucht von Dierking und der Amtsniederlegung von Rullmann und Grote waren für Kottmann die Brüder Kleinsorge die größten Erzfeinde, die er unbedingt aus dem Weg räumen musste. Und dann war da noch der Kantor Grabbe, der stets im Verdacht stand, mit der Erstellung des Pasquills in Verbindung zu stehen. Entzürnt über die Ereignisse rund um Dierking hätte Kottmann die drei Männer am liebsten gleich hingerichtet, doch so willkürlich war seine Macht eben nicht. Er musste zumindest einen gewissen Anschein an Dekorum wahren, insbesondere nun, da Juristen von auswärts sich für Lemgo interessierten. Und das bedeutete Papierkram, Berichte, Unterschriften, Quittungen und die Einhaltung der Halsordnung. Ein weiterer Rückschlag erwies sich durch die bereits erfolgte Inhaftierung von Gerd Göring, des Hausangestellten der Kleinsorges. Übrigens eine Position, die man damals als Famulus bezeichnete. Hier hatte all die Einschüchterung und die kargen Haftbedingungen nichts gefruchtet.
Görings Vater beschwerte sich beim Landdrosten, der dann kurzerhand die Freilassung des jungen Mannes bewirkte. Hier merkt man natürlich, wie anders ein juristisches Verfahren aussah, dessen Gegenstand eben nicht mit Hexenglauben und Teufelsfantasien angereichert war. Die Autoren des Basquills hielten einfach dicht. Kottmann konnte sich da nicht vordrängen, da der Sachverhalt nichts mit Hexen zu tun hatte. Doch er hatte noch einen Trumpf im Ärmel. Da war noch der Kantor Grabbe, der im Verdacht stand, einer der Autoren des Basquills zu sein. Er als einziger hatte sich bis jetzt jeglichem Verhör entziehen können. Doch es gab aus vorangegangenen peinlichen Verhören bereits Beklaffungen gegen ihn, er sei ein Hexer. Der Kammerer Grote mochte im Rat keinen Einfluss mehr haben, aber er erfuhr unter der Hand, welche Pläne man dagegen Grabbe schmiedete und warnte ihn. Die Akten seien bereits an die Juristen in Rinteln geschickt worden. Nun warte man nur noch auf die Verfahrensempfehlung. Eine bittere Formalität, an deren Ende stets nur das grüne Licht für das Foltern stand. Kantor Grabbe floh nach Schwalenberg zu seiner Familie, die durchaus adlig war. Hier hoffte er auf eine Fürsprache beim Landesherrn. Doch es sollte alles anders kommen. Letztendlich rechneten Grote, Grabbe und Rullmann auf eine glorreiche Kehrtwende zu drei Königstagen, denn da wurden die neuen Ratswahlen in Lemgo abgehalten, und angesichts der rügenden Stimmen von auswärts und der grundsätzlichen Unruhe, die diese Ereignisse nun begleitete, gab es von den verdrängten Beamten durchaus eine starke Hoffnung, dass die neuen Wahlen die Lage deutlich zu ihrem Gunsten klären würden. Denn es gab in Lemgo durchaus viele, die der Meinung waren, dass es so nicht weitergehen kann und dass sich zügig abzeichnet, dass der oberste Hexenjäger Kottmann wie so eine Art Monarch über der Stadt herrschen möchte. Sein erstes Jahr als Hexendeputierter war auf jeden Fall brutal, blutig und äußerst ehrgeizig. Nikolaus Rüge schreibt dazu: Gleich im ersten Jahr sollen unter Kottmanns Regie 37 Hinrichtungen stattgefunden haben. Neben den bekannteren Namen stehen viele namenlose Opfer. Der Musikant Tonis Lebring aus Heiden-Oldendorf bei Detmold, dessen Frau bereits 1654 der vorherigen Prozesswelle zum Opfer gefallen war, oder die Vossische, bei welcher der Rat lauter Armut fand. Wer über etwas Vermögen verfügte, konnte sich die Begnadigung zum Schwert statt des Feuertodes erkaufen. Den Großteil der hohen Gebühren vereinnahmte seit Mitte der 60er Jahre die chronisch geldbedürftigen lippischen Landesherren. Gnadenlos trieb die Stadt die Verfahrenskosten von den Hinterbliebenen ein. Hexenprozesse waren teuer. Es summierten sich die Untersuchungshaft, die Vernehmungen in Anwesenheit von Ratspersonen und des Scharfrichters, die Folterungen und schließlich die Exekution, nicht zu vergessen die Schriftsätze und das Gutachten der Juristenfakultät, aufgrund dessen das Urteil gefällt wurde. Den bedeutenden Kosten stand ein hoher symbolischer Wert gegenüber. Eine Obrigkeit, die solchen Aufwand betrieb, um ihre Untertanen vor bösen Mächten zu schützen, setzte sich als starke Ordnungsmacht in Szene. Einen besonderen Prestigewert bedeuteten die Verfahren für eine Stadt wie Lemgo, die über eine eigene Halsgerichtsbarkeit und die Verfahrensherrschaft vom Anfang bis zum Ende verfügte, während anderswo der publikumswirksame Schlussakt durch die landesherrliche Justiz womöglich außerhalb der betroffenen Stadt vollzogen wurde. Vielleicht auch deshalb blieb Kottmann der Politik seines Vorgängers bis zum Schluss verhaftet. Und wie es dann weitergeht, dazu dann in der nächsten Videoepisode. Macht's gut!